Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Hallo, liebe Schüler. Heute beschäftigen wir uns mit zweistufigen Zufallsexperimente, und zwar mit Zurücklegen. Wir können das auch ohne Zurücklegen machen, das werde ich aber im nächsten Video erklären. So, warum zweistufig? Ganz einfach, weil ich aus meinem Behälter, in dem sich bunte Kugeln befinden, und zwar in unserem Falle blaue und rote, zweimal Kugeln ziehen werde und anschließend jede gezogene Kugel wieder zurücklege. So, als erstes muss ich immer mir bewusst sein oder machen, was ich eigentlich habe. Und zwar gucke ich mir die Kugeln an und sehe, dass ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 rote Kugeln habe und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blaue. So. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kugel aus meiner Urne oder meinem Gefäß ziehen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich an einem Baumdiagramm einmal festhalten werde. Und zwar kann ich entweder eine rote Kugel ziehen oder ich ziehe eine blaue Kugel. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Hätte ich noch eine dritte Farbe in meinem Gefäß, zum Beispiel gelb, müsste ich hier noch einen dritten Ast heranmalen und dann unten noch eine gelbe Kugel dazu malen. So, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Ziehen eine rote zu ziehen? Die Wahrscheinlichkeit beträgt 5, weil ich insgesamt 5 habe, von insgesamt 12 Kugeln, weil 5 plus 7 sind ja 12. Die Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen, beträgt 7 Zwölftel oder auch 7 zu 12. So, wenn ich jetzt mir, ich schreibe jetzt noch einmal hin, das ist der erste Zug. So, wenn ich mir jetzt einmal vorstelle, ich habe eine rote gezogen, packe ich die rote wieder hinein. So, welche Möglichkeiten habe ich dann im zweiten Zug, die Kugeln zu ziehen? Das verändert sich nicht. Auch im zweiten Zug kann ich wieder eine rote Kugel ziehen oder ich kann eine blaue Kugel ziehen. Da ich die rote Kugel beim ersten Zug ja wieder zurückgelegt habe, habe ich ja wieder so viele Kugeln in meinem Gefäß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten bleiben jetzt gleich. Das heißt, im zweiten Zug eine rote Kugel zu ziehen, beträgt auch 5 zu 12. Und eine blaue zu ziehen, beträgt auch 7 zu 12. Oder 7 Zwölftel. So, ich muss aber alle Möglichkeiten einmal betrachten. Es hätte ja auch sein können, dass ich im ersten Zug eine blaue ziehe. Also muss ich auch hier überlegen, wenn ich eine blaue gezogen hätte, welche Möglichkeit besteht, im zweiten Zug die Kugeln zu ziehen. Also auch hier kann ich wieder eine rote ziehen oder eine blaue. Und da die Kugeln auch unverändert in meiner Urne sind, beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine rote zu ziehen, auch 5 zu 12 und eine blaue 7 Zwölftel. So, diese Abbildung hier nennen wir Baumdiagramm. Die einzelnen Striche, die wir hier sehen, das sind die Äste. Und wenn ich mir jetzt eine Wahrscheinlichkeit mal rausgucke, vom Anfang bis zum Ende, ist das ein Pfad, den ich mir angucke. Wenn ich jetzt überlege, wie groß die Wahrscheinlichkeit wäre, zwei rote Kugeln zu ziehen, muss ich mir also diesen Pfad hier einmal angucken. Ich markiere den einmal. Vom Anfang bis zum Ende. So. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zwei rote hintereinander zu ziehen? Da müssen wir uns einfach die einzelnen Wahrscheinlichkeiten hier angucken. Das heißt, im ersten Zug beträgt die Wahrscheinlichkeit 5 Zwölftel
und im zweiten Zug auch 5 Zwölftel. Und das muss ich einfach nur multiplizieren. Und dann weiß ich, dass meine Wahrscheinlichkeit, zwei rote Kugeln hintereinander zu ziehen, 25, weil 5 mal 5 sind 25 und 12 mal 12 sind 144. Das heißt, 25 144stel beträgt. Und im Prozent sind das 25 geteilt durch 144 mal 100 sind 17,36%. Also die Wahrscheinlichkeit, zwei rote hintereinander zu ziehen, beträgt 17,36. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt zwei blaue zu ziehen? Da muss ich jetzt gucken, wo ist dieser Pfad? Zwei blaue, also hier ist eine blaue und beim zweiten Mal auch eine blaue. Gucke ich mir jetzt diesen Pfad einmal an und kann das auch berechnen, indem ich jetzt die beiden Wahrscheinlichkeiten wieder multipliziere. Das heißt 7 Zwölftel mal 7 Zwölftel, das sind 49, 144stel. Und das entsprechen, wenn ich das in Prozent ausrechne, also 49 geteilt durch 144 mal 100, das sind 34%. Das heißt, zwei blaue hintereinander zu ziehen, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer als zwei rote zu ziehen. Macht ja auch Sinn, ich habe viel mehr blaue als rote. So, ich gucke mir auch die anderen Pfade nochmal an, die berechne ich jetzt auch nochmal. Und zwar könnte ich ja auch erst eine rote ziehen und dann eine blaue. Die Wahrscheinlichkeit beträgt jetzt 5 Zwölftel mal 7 Zwölftel. Und das sind 35 144stel. Und ich habe es auch schon mal ausgerechnet, in Prozent wären das 24,3%. Und dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Erst eine blaue, dann eine rote. Das heißt 7 Zwölftel mal 5 Zwölftel. Und das ist das gleiche, 35 144stel. Und das entspricht 24,3%. Das war's. Tschüss! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.